immer Shooter gespielt im E-Sport und Call of Duty und Rainbow Six Vegas. Und ich würde aber sagen, Rainbow Six Vegas war eher mein Lieblingstitel, weil da die Szene noch viel kleiner war. Das heißt, du hast den Titel ja auch jahrelang gespielt, nicht wie bei Call of Duty, jedes Jahr ein neuer Titel. Und du kanntest dann irgendwann auch die deutschen Lobbys. Also du hast immer dieselben Leute getroffen und deswegen war es so ein bisschen, also echt so eine schöne Community, wo man richtig Bock hatte, online zu gehen. Man wusste, man trifft halt wirklich auch Freunde so, wenn du einfach nur online zockst. Und deswegen würde ich sagen, ist das mein Lieblingstitel. Meinen Job beschreiben, ohne dass ich sage, dass mein Job ist, da würde ich in die Richtung gehen, dass ich mich ganz viel darum bemühe, Menschen weiterzuhelfen, mit digitalen Produkten klarzukommen. Ich würde sagen, also sehr vielfältig. Ich würde sagen, auf der anderen Seite kümmere ich mich auch darum, ihnen Wissen zu vermitteln und ihnen neue Entwicklungen näher zu bringen. Das ist so im Groben mein Job. Mein allererster Job war quasi direkt nach meinem Auszug von zu Hause, da war ich sehr jung, 16 Jahre, und habe dann angefangen, Nachhilfe zu geben. Also ich war offensichtlich nicht ganz so schlecht in der Schule und mir wurde gesagt, ich kann die Dinge ganz gut erklären. Und dann habe ich angefangen, Nachhilfe zu geben in den verschiedensten Fächern. Erstmal Standardfächer, Englisch, Deutsch, Mathe. Damit habe ich gestartet sozusagen. Hat dir das Spaß gemacht? Ja, voll. Also gerade mit den kleineren Kindern, das ist schon cool. Dürfte wahrscheinlich eins von den Mario-Spielen gewesen sein, würde ich sagen. Also auf dem ganz alten Nintendo, Super Mario Brothers war es, glaube ich, damals. Ich habe aber schon viel früher beim Videospielen zugeguckt, aber mal davon abgesehen, genau, ich schätze, das war's. Zusammen mit meinen Schwestern habe ich das dann gezockt. Meine erste E-Sports-Erfahrung war im Grunde so, wie es bei jedem und jeder startet. Du zockst erstmal online. Merkst dann, du bist gar nicht so schlecht. Andere merken das auch, sprechen dich an, sagen, wir suchen gerade, wir stellen ein Team zusammen. Und dann wurde ich quasi von meinen Teammates so an den E-Sport rangeführt und wir haben halt erste Online-Turniere gespielt. Damals noch in dem Titel Rainbow Six Vegas, also das ist schon ein bisschen her. Ich bin sehr passioniert, ich bin sehr willensstark und ich bin sehr neugierig. Mal ein bisschen runtergebrochen, vielleicht gar nicht so eine riesen Superkraft, sondern mehr so eine innere Ruhe zu haben und auch mal Dinge abschließen zu können, sagen zu können, das war jetzt gut, so wie es gewesen ist und nicht immer weiter daran arbeiten zu wollen, bis es perfekt ist. Das bewundere ich bei anderen Menschen ganz stark, dass die einfach sagen können, okay, das war jetzt super, was ich da gemacht habe und damit ist es durch. Ich glaube, das also in meinen Augen ist das eine Superkraft, weil mir das sehr schwer fällt. Das ist Emma Watson. Man kennt sie aus den Harry Potter Film. Und zwar, weil sie inzwischen eben ihre Berühmtheit auch genutzt hat, auch für viele feministische Themen sich einzusetzen, aber auch in Richtung Umweltaktivismus unterwegs ist. Und deswegen, das ist so ein realistisches Vorbild für mich auch. Und mit ihr könnte ich, glaube ich, mich über sehr viele Themen sehr intensiv und anregend unterhalten. Mein Vorbild so direkt, würde ich sagen, ist ein bisschen mehr runtergebrochen. Ich habe im Bekanntenkreis Caroline Kraut, sie ist Spieleentwicklerin. Und sie hat diese innere Ruhe, die ich mir an manchen Stellen wünschen würde. Also sie ist sehr selbstreflektiert und schaut immer wieder auf ihr Leben und sagt, okay, bin ich damit zufrieden, so wie es jetzt ist, und strukturiert auch um, wenn sie sagt, nee, irgendwie läuft da gerade was verkehrt. Und das, finde ich, ist auch eine super tolle Eigenschaft, wo ich sagen würde, okay, wow, da würde ich gerne hinkommen. Und auf der anderen Seite ist sie aber auch super passioniert, hat ganz tolle Projekte schon angeregt und deswegen für mich so ein kleines Vorbild. Wäre das, wenn einem im echten Leben Vorurteile begegnen der verschiedensten Art? Viele sind ja in der Regel widerlegbar. Also Vorurteile, Klischees, sei es jetzt in Richtung Geschlechter oder auch andersartige Klischees, die meisten sind ja in der Regel widerlegbar. Und wirklich dann in dieser Situation eine App haben zu können, wo man dieses Vorurteil eingibt sozusagen und dann wird halt gesagt, ja, es stimmt irgendwie schon, weil, so mit Hintergrundinfos, oder das ist kompletter Quatsch, weil, fände ich total super, weil manchmal fehlt mir dieses Argument, dann zu sagen, nee, meine Erfahrung ist komplett anders und es ist inzwischen sogar belegt, dass es komplett anders ist. Das wird mir manchmal in Diskussionen sehr helfen. E-Sports ist für mich sehr besonders, weil die Menschen, mit denen ich dort zu tun habe,
unglaublich für ihre Sache brennen und unglaublich Lust haben, neue Dinge anzustoßen. Und ich bin in anderen Branchen auch unterwegs beruflich und das vermisse ich an der einen oder anderen Stelle mal, wirklich diese Passion. Also auch die Menschen, die dort hauptberuflich arbeiten, mal abgesehen vom Ehrenamt oder so, oder halt die spielen, die sind eigentlich immer mit Herzblut dabei und haben richtig Bock und das ist, glaube ich, eine super Eigenschaft im E-Sport. Hab ein Haus gekauft vor ein paar Monaten und jedes Mal, wenn irgendwie mal ein bisschen Unwetterwarnung unterwegs ist, gucke ich dann immer, ist sehr spießig, ich weiß, aber ich gucke dann immer, ne, wo Regenradar, wo war das irgendwie unterwegs, muss ich mir Sorgen machen, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin, ob da irgendwie, keine Ahnung, unser Baum umgeplumpst ist oder so. Aber ich hoffe, das legt sich mit der Zeit, das ist wahrscheinlich nur, weil das Haus so frisch ist, aber das war tatsächlich, also Regenradar sozusagen war die letzte Web-App, die ich benutzt habe. Immer Shooter gespielt, E-Sport und Call of Duty und Rainbow Six Vegas und ich würde aber sagen, Rainbow Six Vegas war eher mein Lieblingstitel, weil da die Szene noch viel kleiner war. Das heißt, du hast den Titel ja auch jahrelang gespielt, nicht wie bei Call of Duty, jedes Jahr ein neuer Titel. Und du kanntest dann irgendwann auch die deutschen Lobbys. Also du hast immer dieselben Leute getroffen und deswegen war es so ein bisschen, also echt so eine schöne Community, wo man richtig Bock hatte, online zu gehen. Man wusste, man trifft halt wirklich auch Freunde so, wenn du einfach nur online zockst. Und deswegen würde ich sagen, ist das mein Lieblingstitel. Es gibt da eine Sache, die ich schon immer mal machen wollte. Das wäre eine Doktorarbeit zu schreiben. Also ich habe halt Bachelor und Master und wollte ursprünglich auch in die Forschung gehen oder zumindest im Hochschulwesen irgendwie unterwegs sein, was bisher noch nicht geklappt hat. Ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn man da eine Doktorarbeit schreibt und dann auch den Kontakt zum Hochschulwesen bekommt und so zum akademischen Kontext, dass es da sich Möglichkeiten ergeben würden. Aber hat bisher noch nicht geklappt. Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, müsste Zelda Skyward Sword sein. Da gab es ja jetzt so ein Re-Release in HD, weil es hat mir das Herz gebrochen, dass ich selber nicht spielen konnte, weil ich die Wii nicht hatte. Und das kam jetzt neu raus für die Nintendo Switch und das habe ich mir natürlich besorgt. Und ich glaube, das war das letzte Spiel, was ich gespielt habe. Das E-Sport-Event, was ich noch nicht besucht habe, wäre zum Beispiel eins von den ganz, ganz großen, also die ESL One in New York zum Beispiel, weil ich bisher eher im europäischen Kontext unterwegs war und bei deutschsprachigen Events. Und das ist, glaube ich, nochmal komplett was anderes, aber was noch viel mehr was anderes wäre, wäre halt im asiatischen Bereich irgendwie, weil die E-Sport-Branche und Szene da auch ganz anders aufgestellt ist und man dann auch nochmal andere kulturelle Erfahrungen machen würde. Von daher wahrscheinlich dann doch eher im asiatischen Raum irgendwas. Viele denken immer, wenn man viel auf Bühnen unterwegs ist und viel Vorträge hält und so weiter, ist man automatisch also hat man großes Selbstvertrauen. Aber auch ich, also ich bin super selbstkritisch so, auch ich hinterfrage mich immer mal wieder und überlege, war das jetzt irgendwie doof, was du da gesagt hast oder so. Und deswegen glaube ich, ist es also vielleicht nicht was niemand über mich weiß, aber was man nicht so erwartet, wenn man so viel nach draußen geht. Aber es ist ja schön, dass sich das immer diverser gestaltet und auch Menschen, die gar nicht unbedingt so viel Selbstvertrauen haben, diese Möglichkeiten haben. Mein meistgespammter Twitch-Emote, muss ich sagen, ist, glaube ich, der Stinkekäse. Ich finde, der passt in ziemlich vielen Situationen und, keine Ahnung, ist selbstironisch unterwegs und das passt eigentlich immer ganz gut, deswegen den benutze ich recht häufig. War mit dem einen Team, in dem ich gespielt habe, bei Killerfish Esports war das damals. Und wir hatten eine Gamescom, da haben wir eben auf der Bühne gespielt und da hatten wir auch ein Interview gehalten und hatten einfach eine super schöne Zeit als Team. Und deswegen würde ich sagen, ist das, glaube ich, meine schönste Erfahrung, die ich so gemacht habe im E-Sport. Ich war Administratorin bei der ESL, also Schiedsrichterin sozusagen. Und ich hatte halt in einem Turnier eine, ich sag mal, Fehlentscheidung getroffen. Und das war ein unglaublicher Shitstorm, der mich da überrollt hat. Und damals war ich, ich weiß nicht, 18 oder so. Auch sehr sexistisch geprägt, dieser Shitstorm. Und dadurch, dass ich auch so jung war, war es echt eine krasse Erfahrung. Auf der anderen Seite wiederum habe ich sehr viel Rückhalt von den anderen Admins bei der ESL erfahren. Also die haben halt gesagt, ja, das ist normal, du bist Schiri, ne? Das ist diese Funktion auch, die du bekleidest. Das hat auch nichts mit deinem Geschlecht zu tun und so. Aber das musste mir gesagt werden, weil das halt einfach so krass war sozusagen.
Wenn mir langweilig ist, spiele ich gerne Farming-Spiele. Da muss ich ein Klischee bestätigen, weil es einfach so entspannt ist. Also ich kann sagen, wie gesagt, also ich habe ja inzwischen ein Haus und einen Garten. Ich kann sagen, im Real Life ist es auch sehr entspannt. Ja, Farming-Spiele verschiedenster Art, also Harvest Moon zum Beispiel zocke ich viel. Ja, gerade wenn ich so denke, okay, jetzt hast du mal ein bisschen Zeit für dich und jetzt kannst du mal ein bisschen runterkommen und dann schmeiße ich das an.